Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Update auf dem Kanal. Es ist der 9.05.2018, 20:07 Uhr. Wir schauen uns heute mal den Bitcoin Chart wieder etwas genauer an. Wir schauen uns die Kryptowelt allgemein etwas genauer an. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt los. Davon noch ein kurzer Hinweis auf meinen Telegram-Account und auf meinen Twitter-Account. Den Link findet ihr zu beiden in den Kommentaren oder auch in der Beschreibung. Und ja, wir hatten eine ziemlich turbulente Woche. Wir hatten sowohl extrem bullische Nachrichten, was den Bitcoin betrifft, und wir hatten auch sozusagen bearische Nachrichten. Nämlich war die Kryptowelt ziemlich schockiert, als Warren Buffett den Bitcoin als Rattengift bezeichnet hat. Warren Buffett ist unter anderem für Aussagen bekannt, dass er nicht mal weiß, was der Bitcoin ist. Dementsprechend könnt ihr euch schon vorstellen, wie sehr diese Aussage zu gewichten ist. Vor Warren Buffett habe ich riesen Respekt als Person generell, was er so geleistet hat. Aber in Bezug auf Bitcoin kann man Warren Buffett einfach nicht für ernst nehmen, da er schon des Öfteren gesagt hat, dass er nicht wirklich weiß, um was es bei Bitcoin überhaupt geht oder bei der Blockchain an sich überhaupt. Ihr müsst denken oder müsst euch in der Sache bedenken, dass Warren Buffett eine ganz andere Investitionsstrategie hat und es bei ihm überhaupt nicht passen würde, in Bitcoin zu investieren. Wenn euch das Ganze näher interessiert, googelt mal oder schaut euch auch das Buch von Warren Buffett an, ist auch ziemlich interessant. Auf alle Fälle investiert er nach ganz anderen Dingen, also er investiert nicht in sowas wie Bitcoin, er schaut immer auf Firmen, die unter dem Wert sind und so weiter. Das ist komplett ein anderes Thema, deswegen ist er auch ziemlich negativ eingestellt, was den Bitcoin betrifft, und natürlich hat er wahrscheinlich auch irgendwelche konkurrierten Interessen mit vielleicht Finanzinstitutionen oder auch anderen Institutionen, die jetzt eben den Bitcoin nicht so gerne erfolgreich sehen würden. Auf der anderen Seite haben wir eine extrem bullische Nachricht, nämlich von Tom Lee. Ich habe Tom Lee schon ziemlich oft erwähnt in meinen Videos. Tom Lee ist ein Wall Street Analyst, er wird auch genannt der Bitcoin Bull von der Wall Street. Tom Lee sieht unter anderem einen 20.000 bis 25.000 Bitcoin im Jahr 2018 für möglich und Long Term einen 100.000 Dollar Bitcoin für möglich. Ihr wisst vielleicht, dass ich diese Nachrichten nicht sogar mag, wo irgendwelche Leute Preis-Predictions raushauen. Liegt daran, dass die meisten Leute einfach keine Relevanz haben und die außer einfach nicht wirklich begründen. In dem Fall haben wir Tom Lee, der schon wirklich sehr oft recht gelegen hat, also der schon sehr oft recht hatte und dem ich auch sehr viel Relevanz zuschreibe und den ich sehr gern verfolge. Ein sehr guter Analyst, und seine Aussagen könnt ihr nachverfolgen, was er über die letzten Jahre, vor allem auch 2017, jetzt Anfang 2018, immer wieder vorgesagt hat, und das meiste ist wirklich eingetroffen. Und es ist wirklich auch nicht so leicht, wenn du von der Wall Street bist und wenn du wirklich regelmäßig bei CNBC sitzt mit diesen Talking Heads, dass du jedes Mal da als Bitcoin Bull auftrittst, vor allem auch in den Phasen, wo wir jetzt wirklich den Bitcoin auf 6K dippen haben sehen. Da war Tom Lee auch regelmäßig zu Gast und der hat da auch regelmäßig gesagt, dass er weiterhin bullish auf Bitcoin ist. Genau, das ist auch eingetreten mit der Tax-Selling Season, finde ich zwar immer noch ziemlich diffus, aber Tom Lee hat es genauso vorher gesagt, dass wir von 6.000 ziemlich schnell bouncen, das auch passiert. Konkret geht es jetzt um diese Konsensus-Messe, diese Konsensus-Convention, wo dieses Jahr wirklich extrem viele Leute teilnehmen, und Tom Lee sieht es möglich, dass wir nach dieser Konsensusmesse einen Run zu den 15k hochsehen könnten. Er sagt auch, dass es noch Probleme geben könnte, nämlich in Bezug auf Meldungen zu Regulationen, Meldungen von Einschränkungen. Er denkt, wenn da irgendwas in die Richtung kommt, könnte der Run gestoppt werden, aber an sich ist er extrem bullish, was den Mai betrifft, und an sich sieht er eine Rallye zu den 15k möglich. Sehen wir uns das Ganze charttechnisch an. Wir sind jetzt hier auf den niedrigen Timeframes, und was wir hier auf den niedrigen Timeframes beobachten können, ist, dass diese 55-Day EMA, also die gelbe Linie, jetzt langsam auf den Support-Bereich crossed, was ein mega bullisches Zeichen ist und was auch ein Swing-Trading-Signal ist für alle Short-Trader, eben long zu gehen. Und wir haben hier jetzt noch im 30-Minuten-Chart und in den höheren Charts natürlich noch diese 200-Day MA als Resistance. Vor allem im 30-Minuten-Chart sieht man sehr gut, dass wir hier noch Probleme haben durchzukommen. Das ist jetzt kurzfristig unsere Resistance. Wenn ihr jetzt schon noch nicht long seid, solltet ihr vielleicht noch warten, einen Long Order zu öffnen. Besten wäre natürlich gewesen, hier in diesem Bereich unten long zu gehen. Wir hatten hier die 0,786 Retracement-Ratio von der Hauptwelle, die hier wirklich perfekt gehalten hat. Das Triangle, was ich euch im letzten Video gezeigt habe, wurde kurzzeitig durchbrochen, aber die Bullen haben sich nicht wirklich weit nach unten pushen lassen. Ihr wisst, wir hatten da diese Triangle-Support Line, Triangle Channel Line, und wir hatten die 0,618 Ratio, die eben gleichzeitig auf dieser Triangle Line lag. Was jetzt passiert ist, ist, dass diese Line gebrochen ist, aber die 0,786 FIB Ratio hat perfekt als Support gedient hier. Weitere bullische Zeichen kann ich euch gleich zeigen, nämlich auf dem Tageschart. Was wir im Tageschart sehen, ist auch ein sehr, sehr bullisches Zeichen, nämlich ihr seht es schon hier, Golden Cross im Gange. Golden Cross habe ich in meinem eigenen Video schon extra thematisiert. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, schaut euch am besten das Video an. Auf alle Fälle, die 50-Day EMA und die 200-Day EMA crossen sich wieder. Jetzt in dem Fall
geht die 200-Day EMA wieder auf die Support-Seite rüber. Wir werden uns definitiv anschauen, was die nächsten Tage passiert. Weiteres bullisches Zeichen am Daily Chart ist diese Candle, die sich jetzt gerade formt. Wir haben jetzt hier, stand jetzt eine Art Hammer, was ein super Zeichen war für ein Reversal. Wir sehen jetzt auch hier diesen Bereich hier oben, der mittlerweile als eine Art Channel interpretiert werden kann. Wir können uns einfach hier mal ganz freestyle-mäßig die Channel-Line anziehen und diese dann so hochziehen. Sprich, wir formen jetzt hier ganz schön einen Channel, wenn wir auf die niedrigen Timeframes gehen, könnten wir den Channel noch besser anzeigen, da hätten wir natürlich mehr Berührungspunkte, so würde ich sagen. Auf alle Fälle, halte diese Supportline jetzt, wir haben auch hier diese EMAs sind auch perfekter Support, sollten wir hier jetzt wirklich diesen Channel halten und eben bouncen, ist das auch wieder ein sehr bullisches Zeichen und würde wieder einen Test erwarten von den 10K. Ich bin immer noch überzeugt davon, dass wir die 10K im Mai sehen, weil ich bin sehr bullish, was den Bitcoin betrifft für den Mai. Und das wäre jetzt auch mal so kurzfristig meine Analyse. Ich glaube, wir hätten jetzt nicht wirklich mehr zu covern. Wie gesagt, diesen Channel formen wir. Für alle Long-Term-Swing-Trader, schaut auf alle Fälle auf diesen Channel. Schaut auch auf die EMAs auf den höheren Timeframes als 15 und 30 Minuten. Wenn wir jetzt wirklich auch den Crossover schaffen von hier, ups, sorry, ich meine, ihr seht jetzt hier den Channel auch schon akkurater. Wenn wir jetzt wirklich auch diesen Crossover schaffen von dieser EMA, dann wäre das natürlich auch ein gutes Zeichen für Swing Trader, die jetzt wirklich auch sagen, okay, ich bleibe mal 2-3 Tage in einen Long drin. Und ja, ich würde sagen, das reicht auch schon für ein kurzes Daily Update. Mehr gibt es halt nicht zu sagen. Bullische Nachrichten wollte ich euch noch präsentieren, bevor es ins lange Wochenende geht. Ich wünsche euch allen ein schönes, langes Wochenende. Genießt es. Verbringe nicht zu sehr vor den Charts. Wir haben noch genug Möglichkeiten und genug Zeit, unsere Profite rauszuholen. Und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst. Euer Technik Crypto.